Dies ist die zweite kleinere Version des KLi. Die größere Version wurde hiergegen umgetauscht. Die viel, 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 viel kleinere Version, mehr als 50% kleinere Version, hat viele entscheidende Vorteile, da sie in viele Wagen und Lokomotiven viel besser reinpasst. In diesem Video stellen wir kurz vor den KLi-Modus Leuchtstoffimitation und Petroleumlampe, den Feuer- bzw. Kesselfeuermodus sowie den Blaulichtmodus gibt es bereits in anderen Videos. Der Schaltverstärkermodus schaltet den Ausgang einfach nur durch. Den zeige ich euch auch gleich einmal kurz hier. Eine sehr schöne Imitation von alten Neonröhren. Ein weiterer Vorteil hier ist, dass das Modul relativ spannungsunempfindlich ist. Also man kann es schon bei wenigen Volt, 2 bis 3 Volt betreiben. Es funktioniert aber auch noch bei 30 Volt. Hier beispielsweise haben wir als Versorgungsspannung einmal den gemeinsamen Pluspol des Digitaldecoders und den gedimmten Funktionsausgang der Beleuchtung. Der Funktionsausgang der Innenbeleuchtung ist auf 5 Volt eingestellt, also ein Dimmwert von ungefähr 7 bei RGB. Mit diesem Dimmwert wird das Modul betrieben, direkt betrieben als Versorgungsspannung und der Lampenausgang des Moduls betreibt dann die Beleuchtung. Dort ist dann das Interessante, das Modul kommt auch mit der gedimmten Spannung klar. Und die Lampen sind weiterhin gedimmt, sodass dort auch die 5-Volt-Lampen weiterhin verwendet werden können. Wenn wir jetzt den Schaltverstärkermodus machen, das ist zum Beispiel interessant, wenn man einen unverstärkten Funktionsausgang eines Digitaldecoders oder einen, der zu wenig Strom hat, mit einem Verdampfer ausrüsten will. Beispielsweise man hat alle Funktionsausgänge belegt, hat nur noch einen unverstärkten Funktionsausgang, dann kann man den einfach verwenden, um hier beispielsweise mit dem Modul einen Verdampfer zu schalten. Hier passiert jetzt nichts weiter, als dass das einfach durchgeschaltet wird, wie ein normaler Funktionsausgang. Nur verstärkt. Der andere Modus ist die Petroleumimitation. Dort müssen beide Schalter auf Aus sein. Das Ganze sieht dann folgendermaßen aus, wenn man den Ausgang anschaltet. Charakteristisch ist hier das leichte Flackern der Petroleumlampen, der Gaslampen. Ganz, ganz leichtes Flackern. Man sieht das hier. Wie Kerzen quasi ähnlich, ne? Man es ausschaltet. Dann geht es sofort aus, wie wenn man eine Kerze ausmacht. Wenn man es anmacht, ist hier auch die Besonderheit, eine Kerze ist ja auch nicht schlagartig an, sondern dimmt sich langsam an quasi. Und das wurde hier auch berücksichtigt, was man hier sehr deutlich sieht. Dieser Modus ist auch sehr interessant für die Beleuchtung von Dampflokomotiven beispielsweise oder von älteren Wagen. Und da das Modul sehr, sehr klein ist, passt das in jeden Wagen oder jede Lokomotive sehr gut rein. Die Lichtmodi sind sehr ausgereift und sehr detailliert und detaillierter als die meisten Digitaldecoder das on board haben, sodass man selbst wenn man einen Digitaldecoder hat, der Leuchtstoffröhren hat, sind die meistens nicht so schön wie beispielsweise jetzt diese. Und gerade bei alten Triebwagen sieht das immer besser aus mit der Beleuchtung.